Dalia Lavie, bitte. Hallo. Hallo, hallo. Ich glaube, die Damen haben schon alles erzählt. Nein. Ein bisschen von jedem. Nein, Frau Lavie, die Frau Ministerin sieht man ja jetzt öfters im Fernsehen. Frau Ruge sieht man von Montag bis Freitag jeden Tag im Fernsehen. Sie war lange nicht mehr in Deutschland zu sehen. Ja, ganz, stimmt. Ganz lange. Ja. Sie waren früher natürlich auch viel zu sehen im Fernsehen. Ein großes Star. Ja, ich bin vielleicht einen Schritt weiter. Sie sind eben, deswegen haben Sie noch ein bisschen... Ich habe das alles schon gemacht. Ja, Sie haben ja auch ganz früh angefangen. Sehr früh, ja. Zwölf Jahre alt, ja. Und wann haben Sie eigentlich entschieden, ich steige aus dem Showbusiness? Ich glaube, ich hab nicht ganz rausgegangen vom Showgeschäft. Mein Deutsch ist nicht sehr gut. Also es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Aber die genaue Zeit gab nicht. Das kam so ganz natürlich. Ich habe immer gesucht, unterbewusst glaube ich, ich wollte immer ein Heim haben. Ich wollte immer ein Zuhause haben. Nicht ein Haus, ein Heim. Ja. Und ich komme von einer sehr ganz andere Beziehung als die beiden nette Damen. Ja. Ich komme von einer sehr glückliche Familie und hatte eine sehr glückliche Kindheit. Ja. Und ich glaube, ich habe das immer gesucht. Aber wann haben Sie gesagt, mir ist dieses Heim, glückliche Kindheit hatten Sie auch? Mir gibt es echt ein Missverständnis. Ja, genau. Bloß, mit 17 irgendwie rebelliert haben, war das trotzdem ganz prima. Ja, bei mir hat es nicht passiert, weil ich war schon weg. Mit 17 war ich schon weg. Das habe ich nicht mitgemacht. An den Punkt gekommen. Da war sie gar nicht mehr im Kibbutz. Aber wann haben Sie entschieden, dieses Heim ist mir wichtiger als die äußere Anerkennung, die Sie ja groß hatten? Sie waren in Hollywood, Sie haben Karl-May-Filme gemacht, waren ein deutscher Schlager und Chansonstar. Also da war ja ganz viel Anerkennung. Ich glaube, ich habe immer gesucht draußen. Ja. Wie sagt man das? Die Anerkennung. Ich habe immer gedacht, das gibt ja draußen da, oder das Showgeschäft oder Singen oder Schauspielerin sein. Aber ich war auch verheiratet, wie Sie wissen, dreimal. Ich sage Ihnen schon das. Ja, dreimal, bevor die große Liebe kam. Genau. Ich sage jetzt, das steigert sich. Ja, Sie werden sehen. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Keine Sorge. Sie sind noch jung. Sie haben noch Zeit. Mit zunehmendem Alter zunehmende Scheidungen. Man kann fragen, warum? Weil ich habe immer gesucht. Bei mir, ich habe immer gesucht ein Heim. Ich wollte immer eine Familie haben. Aber die jetzige Ehe ist schon seit 20. Ich komme. Und dann, wenn ich habe aufgehört zu suchen, habe ich meinen Mann kennengelernt, der sitzt heute Abend hier. Mhm. Und dann, er kam mit zwei Kindern, seine Frau ist gestorben und er hatte zwei Babys. Und kleine Kinder. Und ich hatte zwei Kinder. Die waren schon etwas größer? Etwas größer, ja. Nein, ich hatte, eine war größer und eine war jünger. Mhm. Die beiden Kinder von meinem Mann kamen in die Mitte. In die Mitte, ah ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist, wenn ich heirate und nehme diese Responsabilität. Diese Verantwortung, ja. Wie ich sagte immer, das für mich war das fast die beste Karriere, die schwierigste Karriere. Eine Familie zusammenzubringen. Zwei Familien zusammenzubringen, eine daraus zu machen, vier Kinder. Vier Kinder. Ja. Im Beruf, ja. Und Sie haben dann sozusagen... Und da habe ich entschieden, ja, ja. Das ist meine Herausforderung. Das ist meine Stärke hoffentlich. Ja. Und das hat funktioniert. Ja. 20 Jahre verheiratet. Sehr gut, ja. Die Kinder sind alle aus dem Haus. Ja. Genau. Und, ja, weil, wie groß ist der Ort, in dem Sie da leben? Ja, das ist eine Stadt, eine kleine Stadt. Wie groß ist es? Wie ein bisschen kleiner als kennen Sie Herdecke? Ja. Ein bisschen kleiner als Herdecke. Nein, ein bisschen größer ein als bisschen Herdecke. Größer. Kleiner als Düsseldorf. Ja, also ja, so eine kleine Regionalstadt. Weiß man dort, dass Sie in Deutschland ein großer Star waren und eigentlich immer noch sind? Nein, aber ich sage jetzt waren, weil Sie meine ja nicht Name mehr... ist Dalia Gens und die Leute da wissen nicht. Vielleicht einer oder zwei, weil sie sind Freunde. Aber wie haben Sie denn Ihren Mann kennengelernt, den jetzigen? Das war eine, wie sagt man das in Deutsch? It was a matchmaking. Also jemand hat Sie zusammengebracht? Ja.
War das, wie sagt das, man das in Deutsch? Ja, jemand hat einen verkuppelt. Sie wurden verkuppelt, ja? Ja, verkuppelt. Ja? War das erste Mal, als sie sich trafen, sozusagen ein Blind Date? Dafür ja. Dafür gibt es, glaube ich, in Deutschland überhaupt keinen Ausdruck. Nein, es war ein Blind Date. Sie sagen ein Blind Date auch auf. Und das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Blind Date. Weil das heißt, das man weiß nicht, wen man trifft. Jemand anders organisiert blind, und sagt. Ein Blind Date. Ja, es kommt jemand, der dir gefällt. Ist auch eine amerikanische Erfindung. Es kommt jemand, den wirst du mögen, und dem anderen sagt man, es kommt jemand, den wirst du mögen. Ja. Manchmal funktioniert. No, ich weiß nicht, ich habe das nie früher gemacht. Ja. Weil ich bin nicht der Typ, der gerne auf Blind Date geht. Nee. Aber es war ein sehr guter Freund und er hat mich gebeten, dass ich soll meinen Mann, also den Herrn treffen. Treffen. Und war es, ist der Blitz eingeschlagen? War es Liebe auf den ersten Blick? Nein. Nein, wir waren, das war eigentlich, das war mit den anderen Männern war immer so. Die Blitzsachen bleiben nie. Also, der Blitz fährt rein und der Blitz fährt wieder raus. Ja. Nein, wir sind Freunde. Das hat als Freundschaft angefangen. Und auch weil mein Mann war der Erste, den ich kennengelernt habe, der nicht mit mir gegangen ist, weil ich eine Schauspielerin war oder Sängerin. Mein Mann ist mit mir als Person. Als Mensch. Ja. Hat er das von, war ganz neu für mich. Hat er von er Ihnen, war ganz interessiert in meinen Karriere. War er gar nicht. Er war gar nicht interessiert? Nein. Hat er Sie überhaupt schon mal singen sehen? Ja. Ja. Versteht kein Deutsch, aber... Ich hab auch einen kleinen Ausschnitt von 1972. Den sollten wir doch noch gucken, oder? Ich meine, wir wissen zwar, wie es aussieht. Das ist eines Ihrer größten Hits, ganz kurz. Das gucken wir uns mal an. Ihr Mann soll auch mal sehen, wie Sie in Deutschland ganz berühmt waren. Wo haben wir das? Die zeigen uns das jetzt. Der Ü-Wagen zeigt. Willst du mit mir gehen, Licht und Schatten verstehen, dich mit der Windrosen drehen, willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen, Licht und Schatten verstehen, dich mit der Windrosen drehen. Toll! Jung ist da, aber die ganze Welt. Darf ich etwas sagen? Ist, ja. Sie sehen heute noch besser aus. Na, bitte. Finde ich. Na, bitte. Doch. Doch. Ja. Danke. Danke. Oder? Sie haben völlig recht. Oh, danke. Macht doch aus meinem Herzen das, keine Mördergrube. Nee, wirklich, toll. Danke, ja. Danke. Fischer sagte eben, ich war auch ein Fan, ne? Hat ja mitgesungen, das Lied. Wir waren auch ein Fan von mir aus. Ja, sicher. Ja, klar. Ich erinnere mich immer noch, wer hat mir mein Lied zerstört? Wer hat mein Lied zerstört? Wer hat mir, das war mein Lieblingssong. Danke. Ja. Aber das war schöner. Naja, wir outen uns jetzt hier alle als Dalia Lavi-Fans, das dürfen wir auch. Ne? Hat dann Ihr Mann verlangt, dass Sie aufhören? Nein. Er ist zu klug für das. Naja. Das hätten Sie nie... Mein Mann hat nie, nie etwas gesagt, was ich so nicht tun. Er ist ein sehr starker Mensch. Mhm. Und er ist selbst stark. Also Selbstbewusstsein. Ja. Und er wollte nicht, dass ich einen Tag komme zu ihm und sage, ich wollte das machen oder das machen und du hast mir gestoppt. Ja. Und haben Sie es nicht vermisst, wenn Sie das jetzt sehen? Vermissen Sie das nicht, den Applaus, nein, die Bühne? Nein, ich hatte sehr viel Arbeit zu tun mit diesen vier Kindern. Das hat viel Zeit genommen und viel Energie und sehr viel Talent. Ja, glaube ich. Und jetzt sind die aus dem Haus, würden Sie jetzt noch mal wieder anfangen? Ich bin hier bei Ihnen. Ja, ja, ja. Aber Sie wollten ja nicht singen. Nein, ich meine, man kann ja auch noch Chansons und so. Das nein, ist ja vielleicht komme ich mal. Deshalb habe ich gesagt, das Wort nie ist ein sehr gefährliches Wort. Ja. Und ich komme einmal so, einmal hier und mal da komme ich, aber nicht sehr oft. Aber Sie wollen nicht mehr noch mal eine richtige Karriere nein, machen? Nein, ich glaube nicht. Aber wie ich sagte, man weiß es nie. Man soll nie sagen. Nein. Man lässt immer die Tür ein bisschen offen. Natürlich. Und es braucht auch eine neue Challenge vielleicht irgendwann, eine neue Herausforderung. Ja, aber ich habe ein ganz,
ganz anderes Leben jetzt. Ja. Ich habe völlig vergessen, in welchem Staat ist das? Asheville. In welchem Bundesstaat? North Carolina. North Carolina. In die Bergen. Sie sind ja schon sehr lange in Amerika. Vorher schon in, ja. Die anderen Ehen waren in Florida. Ne? Mhm. Nein, die Oder? Eine war in Florida. Ja. Man verbindet sie immer eine mit Florida. Eine war in England und die eine war in Frankreich. Ach so, auch in Europa. Ja, liberal gelebt. Ja, la vie, immer Florida. Ne? Wir Deutschen, wenn wir Florida hören, gleich. Deshalb spreche ich so viele Sprachen. Ja, fantastisch. Das waren die verschiedenen Stationen. Die Stationen. Aber das Deutsch ist ausgezeichnet. Nein, das ist bei mir in Deutsch, ich muss ein paar Tage hier sein. Ich bin nur jetzt angekommen, für 2 Tage. Nach einer Woche in Deutschland geht's wieder gut. Geht's wieder. Es sollte nächste Woche kommen. Ja, gut. Nochmals herzlichen Dank, Dalia Lavie. Danke.